So, machen wir weiter. So, was wir immer machen müssen, ist die Library überprüfen. Ich nehme jetzt wieder meine alte. Ich muss Ihnen, da habe ich ein Kommando vergessen. Ich muss gebe Ihnen ein Update auf das, dass das reibungslos läuft und dass Sie direkt eine saubere Library haben, die dann auch ohne Probleme läuft, wenn Sie das frisch starten. So, also ich bin jetzt auf dieser guten Library. Diese Library hat diese 12 Bücher und jedes, hier haben Sie die Texte schon geladen. So, das war vom letzten Mal. So, wir hatten jetzt wir wählen jetzt ein Buch aus dieser Library. Das geht mit diesem Kommando. Ich mache es dann wieder größer. So, jetzt sind wir bei Christoph Alexander, Pattern Language. So. Das ist hier, um herauszufinden, das hatten wir erzählt, dass das ist dynamisch, dass das selektierte Buch angezeigt wird. Sagen Sie, das ist jetzt Thomas Hobbes, Christoph Alexander. So, das funktioniert. Und hier hatten wir jetzt die Menge der Buchstaben. In dem Text wird, liest das Buch als Text von dem selektierten Buch, das ist Text. Und jetzt haben wir 1,3 Millionen Buchstaben in dem Buch von Christoph Alexander. So, wir hatten diskutiert hier auf den Text, wie man die Wörter alle kriegen kann. Wir machen ein Semikolon dahinter, damit wir das nicht den ganzen Bildschirm voll haben mit dem ganzen Buch. Und wir zeigen mit dieser Schreibweise ja die ersten 100 Elemente dieser Liste an. So. Das sind die ersten 100 Elemente, die 100 Wörter dieses Buches. So. Dieses hier, das ist der zweite Schritt. Und es geht jetzt ums Kuratieren. Also wir wollen zum Beispiel dieses hier nicht. Wir wollen dieses Wort hier nicht. Das nutzt uns nichts. So, das heißt, hier gehen wir jetzt her und sagen, wir möchten alle Wörter, diese, wir können auch schauen, wie viele Wörter es überhaupt gibt. Das geht mit Length von einer Liste. Wir können fragen, was Words ist. Das ist Head von Words. Das ist eine Liste. Und Listen kann man mit Lengths abfragen, wie viele Elemente hat die Liste. Und die hat 230.000 Wörter. So, jetzt müssen wir Wörter auswählen, wo jedes einzelne Wort wird gefragt, ob, wenn es größer ist als mehr als drei Buchstaben hat. Die Wörter wollen wir, alle anderen wollen wir vergessen. So, hier sehen Sie wieder, was wir haben, eine Variable, also irgendein Wort. Und hier ist der Kanal in dieses Wort. So, das ist eine Pure Function hier. So, das heißt, Select geht von dieser Liste. Jedes einzelne Element wird in dieser Pure Function getestet, ob es größer ist. Wenn es mehr Buchstaben hat als drei, dann soll es in der neuen Liste mit dem Namen Word 1 gespeichert werden. Wenn es weniger hat, soll es draußen bleiben. Und hier heißt es, wieder wie hier, von Word 1 möchten wir die ersten 100 haben. So, jetzt sehen Sie, dass diese kleinen Wörter raus sind. So geht das. So, dann gibt es eine Liste von Stopwords, also Wörtern, die keine Bedeutung haben, zum Beispiel this, have, so, and und so weiter. So, das ist hier eine Liste, die die Linguisten haben, das sind Wörter, die nicht viel nutzen. Das heißt, das lassen wir einfach weg. Das machen die Linguisten, haben die einfach so. So, das heißt, wir müssen jetzt eine weitere Sortierung machen und wir sagen jetzt, das ist dieses hier, wir nehmen Word 1, das sind die längeren Wörter, wenn es nicht, also wieder eine Pure Function, das sehen Sie hier mit der Variable, so, dieses hier heißt immer nicht Mitglied,
von dem Stopwords jedes einzelne Wort. Wenn es nicht Mitglied davon ist, dann soll es aufgenommen werden in die neue Liste Word 2. Wenn wir das jetzt machen hier und dann sagen Words 2 von 1 bis 100, dann sind wir jetzt hier. Und dann gibt es jetzt eine lange Liste charakteristischer Wörter, mehr nicht. Wir können jetzt wieder fragen mit Längs von Words 2. Längsword war 230.000, Längsword 2 ist nur noch die Hälfte übrig geblieben. So, sowas nennt man Kuratieren. Und das macht man nach bestimmten Regeln. Was wir jetzt zum Beispiel noch machen müssen, ist, dass wir großen Kleinschreibungen nicht, also was im Englischen kein groß, so Building und Building sollten, wenn es einmal groß und einmal klein geschrieben ist, soll das gleich behandelt werden. Das heißt, ich muss jetzt eine neue Liste machen, die nur aus Kleinschreibung, ich die Großschreibung in Kleinschreibung transferiere. Und das geht mit dieser Funktion. Sehr einfach, to lowercase, wenn ich jetzt zum Beispiel to lowercase von, jetzt kann ich zum Beispiel sagen hello oder hey. Wenn ich das jetzt mache, dann wird das klein gemacht. To uppercase, dann wird es groß gemacht. So. Und jetzt möchte ich gerne dieses to lowercase von allen Word 2 machen. So, das heißt, das ist wieder eine pure Function hier, eine Function, das schiebe ich jetzt über diesen Kanal hier da rein, das heißt Word 2 schiebe ich jetzt da rein. Und weil das aber jetzt eine Liste von Worten ist, muss ich das auf jedes Element dieser Wort, alle einzelne durchmachen. So, und das nenne ich Words 3. Und dann mache ich wieder Semikolon, damit mir das nicht alles vollläuft. Und dann sage ich, ich möchte gerne von Words 3 wieder die ersten 100 Worte haben. So, hier fehlt mir noch eine Klammer, eine eckige Klammer. So, jetzt haben wir es alles to uppercase. Das wollten wir nicht, wir wollten alles to lowercase. Jetzt haben wir sie alle klein. So, das ist jetzt das nennt man eine kuratierte Liste von Worten über das Buch. Und Sie sehen, dass man sowas machen kann in einer Sekunde pro Buch. Das ist auch wichtig. So, hier haben wir jetzt eine Funktion, die das zusammenfasst, all diese Schritte. Das heißt, statt das jetzt alles hier so einzeln zu machen, das ist wieder dieser Kreis, gibt es jetzt hier diese Funktion, die heißt MTP Book Word Sequence Curated Methode 1 von dem selektierten Buch. MTP Book Selected. Das kriegen wir über das Menü selektiert. So, und jetzt haben wir hier die Liste der kuratierten Wörter. So, mehr müssen wir gar nicht mehr machen. Das heißt, was wir jetzt tun, ist einfach das hier. Wir gehen jetzt hierher, wählen unsere Library aus, wählen mit dem Menü ein Buch aus, zum Beispiel Descartes, und dann wählen wir dieses Kommando aus und dann haben wir die Liste der kuratierten Wörter. So, dann sagen wir, wir möchten es gerne von Hume und dann kriegen wir diese Liste. Und dann gehen wir jetzt hier auf Montaigne und dann kriegen wir, das ist ein langes, das hat 3,5 Millionen und dann haben Sie diese Wörter. Mehr müssen Sie am Ende gar nicht mehr machen. So. Wenn Sie das zum Beispiel anders kuratieren wollen, müssten Sie jetzt in dieses Tutorial gehen und sich das angucken und dann können Sie die Funktionen anders zusammenstellen und dann machen Sie zum Beispiel Word Sequence Curated 2 und dann haben Sie einfach das anders. Dann haben Sie die Worte, die zum Beispiel die kurzen Worte raus. Oder Sie können auch in einem Wörterbuch nachschauen, was das jeweils ist. Also Sie können zum Beispiel sagen, Word Data von of House. Und jetzt gibt es ein Lexikon in Mathematica und da steht einfach alles drin, was es ist. Und jetzt können Sie natürlich jedes Wort nachgucken. Sie können zum Beispiel eine kuratierte Liste nur von den Nouns machen oder nur von den Verben und so weiter. Was immer Sie wollen.
So geht das. Gut. Now, jetzt die Frequencies of Words. Wenn wir jetzt diese kuratierte Liste haben, das sind jetzt unsere Wörter. Machen wir wieder hier das Semikolon dahinter von Montaigne. Dann gibt es jetzt ähnlich über den Characters hier die Counts. Sehr schöne, einfache Funktion. Counts kann man auch kann man wieder nachlesen oder ich zeige Ihnen, was das hier, was das macht. Wenn Sie jetzt hier eine Liste haben, machen wir das. So, jetzt haben wir eine Liste mit 6 Elementen. Und wenn ich das jetzt zähle, dann sagt er, A gibt es 3-mal, B gibt es 1-mal, 4 gibt es 1-mal, 1 gibt es 1-mal. Sehr praktisch. Zählt einfach alles ab. So, und wenn man das sich jetzt so ausprobiert und verstanden hat, was Counts heißt, macht man einfach Counts auf die Wörter. Ne? Weil das auch eine Liste ist, kann ich jetzt einfach sagen, Counts of Words 3. Von dem Buch. Words ist blau, da muss man immer aufpassen. Words, und dann geht das so schnell. Also Volume ist 53 mal, Timeless gibt es 13 mal, Buildings gibt es 99 mal und insgesamt hat er 11.000 Worte gebraucht. Das ist der Wortschatz. So. Das ist jetzt spezifisch für ein Buch, das ist ein Fingerabdruck für ein Buch und für einen Autor. Das mit der Sprache war vielleicht noch die Buchstabencharakteristik, dann müssen wir bei der Sprache und vielleicht bei dem Jahrzehnt. Das ist jetzt ein Fingerabdruck von einem Autor. Wenn Sie Bücher von dem Autor haben, wenn Sie dann so einen Text haben und diese Wortwahl, wissen Sie, das ist definitiv von dem Autor. Niemand anders spricht so. Wenn Sie ein ausreichendes Stück Text haben, gibt es, ist das spezifisch. So. Und das sind jetzt die... Das Problem ist jetzt, dass es hier nicht sortiert ist, also fange ich an und sage sortieren. Also sort geht so. Nur um zu zeigen, wie Sie das immer kombinieren und wie Sie selber solche Sachen machen. Also immer neue Worte machen können, neue Zirkel machen können. Immer nur Zirkeleien. So, sort ist jetzt auch wieder ähnlich wie bei Counts. So, Sie sagen jetzt A, dann sagen Sie C und dann sagen Sie B. Das können Sie auch nachlesen. Das ist aber jetzt hier falsch. So, und Liste. So. Wenn Sie das jetzt machen, ist es A, B, C. Einfach sortiert. Das können Sie auch mit Zahlen machen. Und Sie können das anders schreiben. Das ist das Gleiche wie diese eckigen Klammern hinten raus. So, das ist das Gleiche. So, wenn Sie das jetzt mit Zahlen machen. 4, 2, 6. 2, 6, 9. Sortiert ist das. Einfach. So, was wir jetzt tun ist einfach, wir sortieren Counts von Words. Zack. Jetzt haben wir hier 1 und hier hinten 1362. Und alles ist schön sortiert. Und das ist uns aber falsche Reihenfolge, deswegen sagen wir Reverse von dem. Zack. Wenn wir jetzt sagen, das ist wieder so... Das ist jetzt eine Assoziation. Das hat den Assoziationen haben die Eigenschaft, dass es immer Keys und Values hat. Und das, was wir jetzt haben wollen, ist eine Liste, damit wir da die ersten Elemente. Also wir wollen nicht auf Key-Value gehen. Das müssen wir einfach normal machen. Das ist ein bisschen doof. Jetzt machen wir eine Liste. Mit normal macht man eine Assoziation in der Liste. Und von dem hier können wir jetzt, das müssen wir jetzt wirklich in der Priorität, das ist wie Klammersetzung in der Schule, in der Arithmetik. Jetzt müssen wir das hier wirklich machen. So, da sind wir noch. Und dieses können wir jetzt sagen, da möchten wir gerne von 1 bis 32. Und 1 bis 32 und das sind jetzt die 32 prominentesten Wörter in dem Buch von Montaigne.
So, das gibt es wieder als, als kann man wieder als Funktion machen, aber lassen Sie mich jetzt hier statt diesem Diagramm, machen Sie einfach eine Word Cloud von dem, Copy von dem, dann haben wir wieder Klammern falsch gemacht, auch nicht. Jetzt geht's. Muss eine Assoziation sein. Ich habe das falsch gemacht mit der Liste. Sie müssen für die Word Cloud brauchen Sie eine Assoziation. So, und jetzt haben Sie eine Word Cloud von Montaigne. Wenn Sie das nicht bis 100 haben wollen, sondern bis 12, dann sind das die 12 prominentesten. Und Word 200. Das sind die prominentesten Begriffe. So. Hier habe ich Ihnen Funktionen zusammengestellt. Das müsste jetzt hier funktionieren. So. Diese Funktion hier macht Ihnen diese Liste, also das, was wir hier gemacht haben, die ganze Zeit, ist einfach in dieser Funktion zusammengefasst. Von dem selektierten Buch die 12 wichtigsten Begriffe und das wollen wir nicht abspeichern in unserer Datenbank. So, wenn wir jetzt die 32 haben wollen, geht das hier, sucht da und macht den ganzen Kram und fertig. Mehr müssen Sie nicht tun. Sie haben Ihre Bibliothek. Sie selektieren ein Buch mit unserem Menü. Also wir können das jetzt wieder alles vergessen. Nur um ein bisschen, das war nur dafür da, damit wir so ein bisschen verstehen, wie es funktioniert. Wir gehen in unsere Library. Hier, wir selektieren ein Buch. Locke. Wir haben dieses selektierte Buch hier. Wir nehmen 32 Worte und kriegen die Worte. So, eine Comprehensive Function für die Word Cloud ist wieder das Gleiche. Das Buch, Prominent Words, haben wir hier, das war das schon, wir nennen das jetzt hier Prominent Words. Ist das. Und dann machen wir eine Word Cloud auf die Prominent Words. Das heißt, wir können das auch in einem Zug machen. Machen das hier und das von diesem Buch. Gehen wir auf ein anderes Buch und dann sehen Sie, dass das diese Fingerabdrücke sind. Jetzt nehmen wir auch Leibniz. Einfach anders. Um jetzt alle Bücher zu machen, gehen Sie einfach hier, nehmen das. Alle Bücher der Bibliothek. Machen wir kleine, also nur 12. Dann ist das das selektierte Buch. Jetzt machen Sie da eine Variable raus. Machen das hier, wollen wir nicht anzeigen. Machen eine Klammer hier und hier. Setzen das in eine Funktion. Jetzt können Sie, jetzt müsste das hier wieder die Word Cloud machen. Wenn Sie da jetzt das Book MTP Book Selected, dann ist das jetzt wieder das Gleiche, was wir vorher hatten. So, wir setzen einfach, wir sagen, das ist eine Pure Function, das ist ein Kanal auf diese Variable und wir setzen diese Variable, pumpen wir jetzt in diesen Ausdruck rein. So, das heißt, das ist das Öffnen von dem Kanal und das ist, heißt, schickt das da rein, und zwar dieses. So, das heißt, wir haben jetzt nur in der Struktur etwas umsortiert. So, wenn wir das jetzt machen, kriegen wir von unserem selektierten Buch die Word Cloud.
So, und dann haben wir jetzt gesagt, wenn wir das von vielen machen, muss das hier nur mappen. Und hier müssen wir jetzt unsere Liste von Büchern machen. Und das hieß MTP Book All Names. Das ist die Liste aller Bücher. Und wenn wir das jetzt machen, kommen alle World Clouds. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Und dann sehen wir, dass manche Freunde sind. Hm? Hier. Die beiden sind Freunde. Ja, hier. Er und er. Das sind Fingerabdrücke für die Bücher. Und jetzt können Sie einfach sagen, ja, wenn ich doch jetzt etwas über die Natur und den Körper und so weiter lesen will, wo gucke ich denn dann? Wo kann ich gut lesen über Natur? Hier, Mind, Nature, hier. Gut. Jetzt kann man das ja ein bisschen größer machen, dann kann man weiter gucken und so weiter. Aber Sie sehen, dass man einen Überblick kriegt, obwohl man nichts lesen muss. Und Sie sehen, dass man diese Konzepte oder diese Wörter anfangen muss, ernst zu nehmen. Und man muss sie ernst nehmen in ihrem Zusammenspiel. Und Sie kriegen dadurch sowas wie einen Charakter eines Buches oder eines Autors. Das ist wichtig. Und Sie sehen, dass man... Ja, Sie haben ja jetzt nichts mehr zu tun. Also wenn Sie eine Library haben, müssen Sie nur ein Buch auswählen und dann tippen Sie das hier ein und haben Sie es. Das ist die Idee. So, jetzt zeige ich Ihnen, das habe ich ja jetzt hergeleitet, jetzt zeige ich Ihnen noch weitere Funktionen. Da kann ich aber nicht mehr herleiten. Das können Sie die Tutorials auch angucken. Hier zum Beispiel gibt es eine Funktion, die sagt... In den Tutorials ist erklärt, wie das programmiert ist. Jetzt zeige ich Ihnen nur, wie man es macht. Also wir haben dieses Book Selected. Das war, wer war das? Kann man nachfragen. MTP Book Selected war Leibniz. Jetzt fragen wir nach dem Wort Pattern. Da könnte man jetzt, sagen wir mal Nature. Jetzt müsste man schauen, welche Bücher das dann jeweils sind. Oder wir müssen jetzt eigentlich hier die Word Cloud von dem Leibniz machen. Das heißt, machen wir mal hier. Wir haben das. Prominence. Okay. Das ist Leibniz. So, dann machen wir jetzt hier die prominenten Wörter. Einfach nur die 32 prominentesten von dem Book Selected. Machen wir... Diese Pure Function lösen wir wieder auf. Das heißt, ich muss das Ding jetzt hier ohne Variable direkt da reinsetzen. Prominence. So, das sind die Worte von Leibniz. Und jetzt kann ich sagen, da kann ich auch die Word Cloud drauf machen. Dann sieht es nur besser aus. Aber jetzt sehen wir, welche Worte wie häufig vorkommen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel über Necessity, über diesen Begriff, nachschauen. Und er zeigt mir jetzt hier lauter Sätze, mit Necessity. Freedom, Necessity and Chance. Observations in. Jetzt sagen wir hier Necessity of Perpetuality. 3. Necessity and you could give no reason. So. Und wir werden das nachher schön formatieren und so weiter. Aber Sie sind jetzt in dem Buch und sehen, an welcher Stelle und in welchem Kontext das ist. Und Sie können sagen, ich möchte gerne 100 Buchstaben drumherum lesen. Und jetzt sehen wir ein Stück Text, wo Necessity immer in der Mitte steht. Und Sie können sich jetzt zusammenstellen über die gesamte Bibliothek. In kürzester Zeit. Und sehen Sie immer, was Necessity ist. Und jetzt können Sie nachher, das zeige ich Ihnen, das werden wir machen, einfach
zum Beispiel den Begriff in Ihrer Bibliothek, was Necessity ist, brauchen Sie gar nicht mehr definieren. Sie brauchen gar nicht mehr nachgucken. Was Sie sehen hier ist, dass Necessity Freunde hat. Immer wieder typische Freunde. Zum Beispiel er ist jetzt befreundet mit Destiny und mit Freedom. Und wenn Sie das jetzt tausende von Malen haben in Ihrer Bibliothek, dann wissen Sie, was Necessity ist. Weil das ist ein bestimmtes Profil auf andere Begriffe. Und jetzt können Sie fragen, welches Buch schreibt denn am typischsten über Necessity im Verhältnis zu meiner Bibliothek? Wo kriege ich das am genauesten hin? Also welcher Autor schreibt über Necessity so, dass er so gut wie möglich zu meiner gesamten Bibliothek passt? Sie können auch fragen, welcher Autor benutzt denn Necessity in einer Art und Weise, wie es niemand anderes benutzt? Und wo muss ich nachlesen? So machen Sie das. Ja? So, das ist jetzt eins dieser Tools, die ich Ihnen gemacht habe. Das ist so. Das nächste ist Context of Words, also wie die, dass Sie nicht in den Texten lesen. Nun, das ist klar. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel anfangen und sagen, MTP Book Selection Menu, so statt Leibniz gehen Sie jetzt auf Hume, dann ist jetzt das Selectable Hume, dann ist Hume das hier, der hat ein anderes Profil, aber Hume sagt auch was über Necessity. Der hat einfach auch eine Meinung über Necessity. Und Necessity hat einfach bei Hume eine andere Farbe. Das ist das Tolle an diesen Dingen. Und dass Sie Zugang zu diesen Dingen bekommen, ohne sie vorrangig lesen zu müssen oder ohne dass Sie vorrangig verstehen müssen, was da drin ist. Sie müssen Fragen stellen. Und wenn Sie das, diese Mechanik des Indexenbefragen nicht klug machen, kommt auch nichts raus. Wenn Sie kluge Fragen stellen und Interesse haben und die Bibliothek herausfordern, sind Sie unglaublich schnell herauszufinden, gute Argumente für einen bestimmten Zweck, den Sie verfolgen, um ein Argument zu finden. Sie finden immer die richtigen Stellen und in kürzester Zeit einen Überblick über das, wie die Diskussionslage zu einem bestimmten Thema ist. Und Sie können dann immer genauer nachlesen, wenn Sie dann in ein vertieftes Gespräch mit einem Autor kommen. Das ist der Weg, den ich Ihnen nahelegen möchte und den wir üben möchten. So, das ist das Gleiche hier mit Worten. Das habe ich Ihnen hier formuliert. So, das machen Sie jetzt einfach nicht mit den Texten, sondern Sie machen das mit Worten. Number of words, sagen Sie einfach Pattern und jetzt sagen wir hier Necessity. Okay, gucken Sie sich das genau an, dann kommt das hier jetzt so raus, das ist jetzt zu hastig, dann kommt das so raus, dass Sie wirklich sehen, welche Worte in welchen, aus einer Auswahl von nur 12 Freunden, wie stehen die zusammen in einem Text? So, das sieht man jetzt hier bei Christoph Alexander, was sehr außergewöhnlich ist, in der Pattern Language, dass dieser Begriff Pattern unglaublich selbstbezüglich ist. So. Und wenn Sie jetzt die Menge der Freunde, die Sie in einem Buch zulassen, um für diese Nachbarschaftsbeziehung, von 12 auf 300 auflisten. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich das nicht hier, dass Sie zu wenig Freunde haben. Ja, irgendwas habe ich noch nicht. Also, okay. Wenn Sie das auf 300 auflisten, dann sehen Sie, dass das differenzierter wird, das Freundschaftsprofil. So. Hier, das ist sehr interessant. Hier habe ich Ihnen zusammengestellt, das hier.
Hume. Jetzt haben wir in Hume, das ist das selektierte Buch, okay, und jetzt gibt es 12 Worte und dann wird jetzt gemessen, wie die Worte untereinander Freund sind in dem ganzen Text. So, hier haben wir jetzt 12 und hier sehen Sie, dass der Selbstbezug der Worte groß ist. Und jetzt ist zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Idea haben, dann wäre das hier die erste Zeile, dann ist die Freundschaft von Idea zu Objekt, das wäre diese hier, relativ gering, was Idea für Objekt ist, relativ groß. So. Und so gehen Sie alle durch diese 12 und dann sehen Sie jetzt, dass hier, 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 hier direkt starke Korrelationen zwischen den Objekten bestehen. Sie könnten das im Prinzip anklicken, wenn ich jetzt sauber die Sachen aufgesetzt hätte. Das ist jetzt zu hastig und zu improvisiert. Dann können Sie das anklicken und dann, ja, es steht hier sogar. Dann Building and Rooms kommt es oder hier. People and Place ist ein Wortpaar. People and Make ist ein Wortpaar, was prominent ist. Rooms and Rooms, so. Das ist zum Beispiel ein Kuratierungsfehler. Wir müssen jetzt schauen, dass die Worte nur im Singular da sind. So, aber jetzt hier sehen Sie, Make and Small ist etwas. People and Small. People and Pattern. People and Place. Das sind Korrelationen zwischen Begriffen, also sind echte Freundschaften zwischen den Begriffen in einem Buch. Was Sie jetzt machen müssten, ist, dass Sie, da gibt es dieses Spektrum, dass Sie sagen, ja, an welcher Stelle spricht denn dieses Buch über die Korrelation zwischen People and Place? Oder Necessity and Love? Und dann kriegen Sie Textzeilen, wo die Häufigkeit dieser Begriffe hoch ist, und dann lesen Sie und sehen, wie diese Dinge in Beziehung stehen bei einem bestimmten Autor. So, das ist verfügbar durch dieses Kommando. Und das habe ich erklärt in A10. Okay. Hallo? Gut. Das habe ich erklärt in A10. Kurzes Remark, wie Google arbeitet, ist exakt eine solche Liste zu machen, und zwar über zum Beispiel 5.000 Milliarden Worte oder sowas, solche Sachen. Oder zum Beispiel über den gesamten Wortschatz von Wikipedia gibt es solche Dinge. Dies zum Beispiel ist der Wortschatz auf Tweets, oder wir können jetzt zum Beispiel hier Netzmodels machen. Gehen wir hier und da sehen Sie, was Mathematiker Ihnen anbietet. Es gibt so trainierte Modelle über Gigawords, 5 Data. Es gibt einen 50-dimensionalen Vektorraum über Wikipedia-Wortschatz. So, dann machen wir das jetzt mal hier. So, über den Wikipedia-Wortschatz. Das ist unser Modell. Das ist eine solche, etwas von dieser Art. Und fertig trainiert. Das ist also sowas wie eine mehr oder weniger objektive Referenz von einer sehr, sehr großen Bibliothek. Und das kann man frei bekommen. Und Mathematiker liefert Ihnen das zum Beispiel hier. Heißt das das Modell? Nein, das ist falsch. Gleich. Jetzt ist das geladen. Und jetzt haben Sie in diesem Fall einen 50-dimensionalen Raum. Und anhand dieser Freundschaften hat jedes Wort einen Punkt in diesem 50-dimensionalen Raum. So. Und wenn die Punkte nah beieinander sind, sind die Worte befreundet. Und wenn die weiter auseinander sind, sind die einander fremd. So, jetzt kann ich zum Beispiel fragen, Model,
mein Model. Von Cat. Mein Modell. Von Cat. Jetzt kriege ich da einen Vektor mit 50 Dimensionen und das ist die Position von Cat. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das eine Kugel ist. Das sind normalisierte Vektoren. Und auf der Kugel ist das ein Punkt. Irgendwo. Also wie ein Planet. Und er wird bewohnt von sehr, sehr vielen Worten. Und jedes Wort hat einen Ort auf dem Globus. Und die reisen auf diesem irrationalen Kugel, reisen die rum, um sich zu treffen. Und sind dann Nachbarschaften. So, und jetzt ist klar, wenn ich jetzt Model von Model von Dog mache, ist das hier auch eine Zahl. Und jetzt kann ich eine Euclidean Distance machen von, und das ist jetzt hier Dog, da wohnt der, und das ist die Cat, die wohnt hier. So, und jetzt mache ich eine Euclidean Distance, das ist einfach zwei Punkte, im zweidimensionalen, dreidimensionalen Raum haben Sie das gelernt. Das Quadrat addieren, in x und y die Differenz Quadrat, addieren, Wurzel raus, fertig. Das ist Euclidean Distance. So, wenn ich jetzt die Euclidean Distance von Dog und Cat mache, dann ist das ein Maß dafür, wie gut die befreundet sind. Ob die Nachbarn sind. Jetzt machen Sie einfach und jetzt sagen Sie ein Haus, ne? Also Tree. So, Euclidean Distance von Dog to Model von Tree. So, oder von Tomato. So. Aber wenn ich jetzt sage, Model from what should we do there? Salad. Apple. And cherry. So. Das ist extrem hier. So. Aber es ist jetzt klar, wenn ich jetzt hier zu Cat gehe, ist es deutlich höher. Wenn ich jetzt hier zu Apple and Peach, ist es geringer. So, und wenn Sie das jetzt anschauen hier, dann können Sie Applications, da macht man immer, kann man solche Karten machen. Hier. So, und hier sehen Sie jetzt Karten. Brokkoli, Cucumber, Cabbage, Bean, Ant, Dog, Maus, Bier. Wenn Sie das projizieren, die 50-dimensionale Kugel auf eine zweidimensionale Fläche, sehen Sie, dass Sie solche Regionen haben, mit denen das arbeitet. So, das möchte ich Ihnen zeigen als Vorstellung, was die machen. So, was Google tut, ist, dass sie eine einzige Bibliothek für die ganze Welt macht. Das heißt, sie fangen an, diese Zahlenspiele auf alles, was auf der Welt passiert, global absolut zu indexieren und solche Karten zu machen. Es sind exakt diese Zahlenspiele, nichts anderes. So, das tun sie. Was sie tun können, und ich denke, was man tun muss, ist, dass sie das zu einer privaten Sache machen. Das heißt, der Wortschatz, den sie haben, kann nicht global homogenisiert sein, weil sie ja unterschiedliche Meinungen über das, wie das, also wir müssen sie ja unterschiedlich ausdrücken können, über das, wie ein Cucumber mit Brokkoli zusammen, das kann man ja unterschiedlich sehen. So, was sie jetzt tun können mit einer persönlichen Bibliothek und diesen Mechanismen ist, dass sie einen persönlichen Globus der Sprache machen.
ein persönliches Globus davon machen, wie die Dinge zusammenhängen. Also eine persönliche Sprache entwickeln. Ein Profil dieser Sprache machen, dem nicht mehr absolut und global ist, sondern lokal für das, was sie können, was sie wissen, woran sie interessiert sind. Das heißt, sie reflektieren alles, was passiert, immer mit ihrem Vokabular, mit ihren Vorstellungen, mit dem, was sie interessiert und wie sie reden wollen. Die Sprache ist also nicht absolut gegeben. Sie können das referenzieren an ihren Interessen, ihren Möglichkeiten und kriegen dann an den Stellen, an denen sie es wichtig finden, Differenz und an den anderen werden sie indifferent. Sie brauchen keine absolute, präzise, klare, globale Referenz für sie. Und in den Differenzen, wenn Sie reden mit jemand anders, der mit einem anderen Vokabular redet, können Sie argumentieren. Und das ist der Weg, wie Sie aus dem Zugriff der maschinellen Intelligenz rauskommen. Weil wenn Sie selber diese Mechanismen brauchen, mit diesen großen Bibliotheken, das heißt, wenn Sie reich sind an Referenzen, dann reden Sie in einer Art, die nicht sich so abbilden lässt. Und das ist überhaupt Reden dann in menschlicher Intelligenz, was man überhaupt jetzt Reden noch bezeichnen kann. Wenn Sie den Schemen folgen, gibt es nichts zu reden, weil alles da ist. Sie brauchen diese Differenzen zwischen Vokabulars, verschiedene Vokabulärs. Deswegen ist das diese Übung, die sowas wie eine anfängliche Fingerübung ist und für uns im Semester ja ein Experiment, wie man sowas hinkriegen kann, dass Sie da irgendwie mitarbeiten können und so weiter, aber es ist ein Gedankenexperiment, wie man anfangen kann, das zu stülpen und zur eigenen Sache zu machen, was wir im Moment global sehen. Das ist das Anliegen, was ich verfolge. So, die Aufgabe ist diese, das ist die erste Übung. Und das ist sowas wie eine Referenz. Wenn Sie jetzt annehmen, dass Sie mit solch einem persönlichen Vokabular unterwegs sind und reden wollen, dann möchte ich gerne, dass Sie jetzt anfangen, mit einer Architektur, mit einem Architekten über Ihr Studium, über Architektur und so weiter zu reden. Dass Sie in einem fiktiven Gespräch, Sie sollen ein kleines Essay oder ein Interview schreiben, ein Gespräch mit einem Gebäude, einem Architekten und ihn herausfordern. Fragen stellen und sagen, ich möchte das lernen, ich möchte Architekt werden, ich will auch mich mit dir messen und ihn herausfordern, dass sie von ihm was lernen können. Einen solchen Text möchte ich, dass sie den schreiben. So, was wir am Ende vom Semester machen werden, ist, dass sie vergleichbare Fragen dann nicht mit dem einen Architekten oder mit dem in der Schule gelernten Art und Weise schreiben, sondern dass sie das dann mit einer dynamisch adressierbaren persönlichen Bibliothek machen. Und in der Differenz werden Sie sehen, dass es ein anderes Schreiben ist und dass Sie eine andere Person sein können, wenn Sie einen solchen probabilistischen Zugriff auf einen großen Korpus von Architekturtheorie und Gesprochenes, Geschriebenes, auch Bilder über Architektur haben. Das heißt, die erste Übung wäre jetzt, dass Sie sagen, was ist Architektur? Was kann ich lernen? Und sich einen Architekten oder ein Gebäude herausnehmen und ein fiktives Gespräch machen. Ungefähr 6 Seiten. Und dass Sie das in Mathematica schreiben als Texteditor. Dafür gibt es die anfänglichen Tutorials und dass Sie auch das Stylesheet benutzen. Das, was ich Ihnen jetzt vorgemacht habe, ist nur, damit Sie die Idee bekommen. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, dass Sie etwas üben, das heißt, die Tutorials durchmachen und dass Sie etwas üben in diese Richtung. Das ist nicht entscheidend jetzt, dass Sie das alles können, dass das alles funktioniert, aber Sie müssen sich das etwas gefügig machen, das braucht Zeit und Wiederholung und so weiter. Das ist wie diese Etüden lernen. Und es ist auch so, dass das, Sie sehen ja recht bei mir, wenn ich das dann zusammenstelle, dann habe ich wieder irgendeine Variable nicht richtig, dann muss das schon, und es ist zwar nicht immer nur 3-4 Schritte, aber man muss das genau und präzise im Auge halten. Und das ist aber die Natur der Sache, dass Sie da immer ein bisschen jonglieren.
Das ist am Anfang ein bisschen frustrierend, dass man das nicht genau weiß, aber dann ist dann, weil diese Kreise halt irrational sind, sind nicht proper gepflastert. Das gehört dazu, dass man da immer etwas hackelt. Da müssen Sie sich nicht von irritieren lassen. Aber Sie sollten etwas üben. Das ist der praktische Teil. Aber ich denke, heute habe ich Ihnen auf den ersten Schritt gezeigt, worum es geht. Und dass es vor allen Dingen ein intellektuelles, ein gedankliches, anderes Setting ist. Sie sollten mitnehmen, dass das auf eine verblüffende Art und Weise keine Hexerei ist. Es wird einfach nur anders auf die Welt geguckt, wenn man diese enorme Rechenleistung in den Fingern hat oder in der Tasche. So, das war's für heute. Das habe ich das kann ich nachgucken. Hier. In der vierten Vorlesung. Das heißt, das ist der. Ah, jetzt habe ich hier die Dinge. Das ist am 12.10. Und dann gibt es eine neue Übung. Und dann werden wir weitermachen. So, das ist jetzt unsere Statistik. Nächstes Mal werden wir dann gehen, dass wir an formatierte Texte gehen und dass wir schauen, wie man jetzt nicht einfach so Plain Text, das ist ja ein bisschen langweilig, damit kann man ja nicht arbeiten, dass wir das mit formatierten Texten, dass wir also verstehen, wie das Internet funktioniert, wie man formatierte Texte in Mathematica machen kann, dass Sie sehen, wie die Markup Language, also die Sprache im Internet von Struktur und Form abstrahiert, sodass Sie frei reden können. Anders als alle anderen Software und alle anderen Standards. Heute war die Bedeutung von der Statistik in diesem ganzen Spiel. Gut, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.